Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Kunststiftung, ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Preisverleihung. Wir haben eine Premiere, denn erstmalig wird die Preisverleihung hier im Haus der Kunststiftung stattfinden. Aber wie immer mit zahlreichen künstlerischen Beiträgen der Stipendiatinnen und Stipendiaten, live hier aus dem Haus der Kunststiftung. Ich werde Sie durch die einzelnen Sparten führen und Ihnen dabei auch unser Haus vorstellen. Danke an alle Mitwirkenden des heutigen Abends, an das Team der Kunststiftung, an die Sponsoren, an die Patinnen und Paten und natürlich an die neuen Stipendiatinnen und Stipendiaten. Und nun freue ich mich, gemeinsam mit Ihnen diesen Abend erleben zu dürfen. Und wir schalten nach oben in den ersten Stock, in das Musikzimmer der Kunststiftung, wo uns bereits die Sängerin Andrea Cornaglia zum ersten künstlerischen Beitrag erwartet. Viel Vergnügen! Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste der Kunststiftung und vor allem liebe Stipendiatinnen und Stipendiaten. Neue Zeiten bringen neue Formate. So ist in Zeiten einer Pandemie auch die Stipendienverleihung neu, nämlich eben virtuell. Aber es ist auch heute eine meiner liebsten Aufgaben als Beiratsvorsitzende, 22 jungen Kunstschaffenden offiziell ihre Stipendien zu verleihen. Diese wurden wie immer aus einer hohen Bewerbungszahl von 253 Einsendungen von einer unabhängigen Fachjury ausgewählt. Hierbei gingen 8 Stipendien
an die Sparte Musik, 7 an bildende Kunst, 5 an Literatur und je einen an darstellende Kunst und Kulturmanagement. Im Rahmen der Stipendienverleihung werden dieses Mal über 195.000 Euro ausgeschüttet. Das wäre aber alles nicht möglich ohne die großzügigen Sponsorinnen und Spenderinnen und Spender. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei unserem Hauptsponsor bedanken, bei der Südwestbank AG, die uns seit 2018 jährlich 40.000 Euro spendet. Ganz, ganz herzlichen Dank. Auch freuen wir uns, dass in diesem Jahr die Vector Informatik GmbH die Kunststiftung wieder durch das Vector Stipendium für bildende Kunst unterstützt. Auch hierzu ganz, ganz herzlichen Dank. Dank aber auch an all die zahlreichen Privatpersonen, an die Firmen und auch an die Städte, die uns seit vielen, vielen Jahren durch ihre kontinuierliche und großartige Unterstützung weiterhelfen. Denn der Erfolg der Kunststiftung basiert nur in Zusammenarbeit von vielen Beteiligten. Nur gemeinsam sind wir ein erfolgreicher und kraftvoller Player in der Kulturszene. Und ohne Ihr Engagement und Unterstützung, sehr geehrte Förderinnen und Förder, sehr geehrte Patinnen und Paten, wäre dieser Erfolg nicht möglich. Und die Kunststiftung seit ihrer Gründung vor, ja, jetzt sind es 43 Jahren, wäre nicht das, was sie heute ist. Zudem sind Ihre Investitionen in die Kunststiftung aufgrund der Förderung des Landes, Sie wissen, wir haben das Private-Public-Partnership-Prinzip, gleich doppelt so viel wert. Denn jeder Euro, den die Kunststiftung als Spende erhält, wird vom Land Baden-Württemberg verdoppelt. Ich möchte mich deshalb auch ganz herzlich beim Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst für die großartige und großzügige Unterstützung bedanken, genauso wie bei all den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kunststiftung und des Kunstbüros, denn ohne Ihre, ohne eure Mitwirkung wäre das Veranstaltungsprogramm in der Kunststiftung und vor allem auch der heutige Abend, auch wenn er virtuell ist, überhaupt nicht möglich gewesen. So, nun reden wir ja heute Abend über Kunst und Kultur. Aber was bedeutet denn Kunst und Kultur in der Gesellschaft, in einer Zeit, in der Mitte März das öffentliche Leben und damit auch der Kulturbetrieb aufgrund der Corona-Pandemie eingestellt wurde? Eine schrittweise Öffnung des Kulturbetriebs ist wichtig. Und gerade in dieser Krisenzeit der Kultur und ihrer Möglichkeiten und Angebote ist Kultur oder hat Kultur eine ganz, ganz wichtige Stellung. Kultur ist im höchsten Maße systemrelevant, ob als Ausdruck und Ort der Reflexion, als gesellschaftliche Verortung, als Kontaktaufnahme oder eben als Unterhaltung. Kunst hat das Potenzial, Brücken zu schlagen und Menschen zusammenzubringen. Und die Freiheit der Kunst ist ein hohes Gut. Im Artikel 5 des Grundgesetzes heißt es, Kunst und Wissenschaft sind frei. Die Freiheit der Kunst bedeutet, kritisch und unbequem sein zu dürfen. Sie muss weder dienen noch gefallen. Und sie sollte sich auch nicht der Logik des Marktes beugen müssen, noch sich dem Dienst eines politischen Anliegens, einer Weltanschauung oder Ideologie stellen müssen. Dazu erfordert es aber auch die Bereitschaft einer Gesellschaft, die Autonomie der Kunst zu respektieren. Denn eine begrenzte Kunst würde sich nicht nur ihrer Möglichkeiten, ihrer Freiheit, sondern auch ihres Wertes berauben. Die Kunststiftung Baden-Württemberg steht hier stellvertretend für dieses Mehr an Spiel und Freiräumen für Kultur und Kunst im ganzen Land Baden-Württemberg. Seit der Gründung der Kunststiftung 1977 verfolgt diese das Ziel, Kunst als eine Ausprägung unserer freien Gesellschaft zu fördern.
Über 1200 junge Kunstschaffenden wurden seitdem mit einem Stipendium unterstützt. Hier bekommen sie die Möglichkeit, sich auszuprobieren und kreativ weiterzuentwickeln. Ein Stipendium als Starthilfe auf dem Weg in die künstlerische Unabhängigkeit, ohne Gegenleistung. Wir brauchen vor allem die Freiheit von Kunst und Kultur. Wir brauchen ihre kritischen Stimmen. Wir brauchen ihre offenen Worte und ihren unverstellten Blick. Somit gratuliere ich den diesjährigen Stipendiatinnen und Stipendiaten von ganzem Herzen und freue mich bereits auf ihre zukünftigen Arbeiten. Vielen Dank. Der alte Rewe an der Ecke hat jetzt auf bis Mitternacht. Ich kauf mir spät noch Kräuterschnappes, das hat mit uns ja nie geklappt. Ich streif allein durch unser Viertel und muss nicht umdrehen wegen dir. Ich hol mir Döner mit viel Knobi, mein Leben riecht wieder nach mir. Immer wenn ich heimkomm, seh ich, dass deine Schuhe nicht mehr hier stehen. Ich komm mir kurz allein vor, bis mir einfällt, dass es ohne dich geht. Immer wenn ich heimkomm, seh ich uns da, wir lagen so auf Wach oder uns in den Haaren. Immer wenn ich heimkomm, fällt mir auf, dass du mir gar nicht mehr fehlst. Taxifahrten sind jetzt teurer, denn ich fahr allein nach Haus. Und die Treppen ganz nach oben kamen wir zu zweit viel leichter rauf. Doch meine Bude hat jetzt Platz, ich stell alle Möbel um. Und deine stolperfallen Schuhe stehen hier nicht mehr dumm rum. Immer wenn ich heimkomm, seh ich, dass deine Schuhe nicht mehr hier stehen. Ich komm mir kurz allein vor, bis mir einfällt, dass es ohne dich geht. Immer wenn ich heimkomm, seh ich uns da, wir lagen so auf. Deine Schuhe nicht mehr hier stehen. Ich komm mir kurz allein vor, bis mir einfällt, dass es ohne dich geht. Immer wenn ich heimkomm, seh ich uns da, wir lagen so auf Wach oder uns in den Haaren. Immer wenn ich heimkomm, fällt mir auf, dass du mir gar nicht mehr fehlst. Das war ein Musikclip von Alex Meyer. Wir beginnen nun mit den Stipendien für Musik. Hier lagen insgesamt 77 Bewerbungen vor. Gewonnen haben Silas Bischoff, Andrea Kornangler, Friedemann Dupelius, Vincent Egeter, Ui Kyung Lee, Alexandra Meyer, Antoine Spranger und Mareike Wiening. Mein Name ist Silas Bischoff und meine Leidenschaft sind historische Zupfinstrumente. Egal ob auf der Barockgitarre, der Theorbe, der romantischen Gitarre oder aber auf der modernen Konzertgitarre, bleibe ich stets stilsicher. Ich möchte zeigen, wie vielfältig und spannend die Welt der Zupfinstrumente sein kann und bringe die Saiten alter und neuer Zeiten zum Schwingen. Zurzeit studiere ich an den Musikhochschulen in Würzburg und München und trete als Gitarrist und Lautenist solistisch, kammermusikalisch oder in Orchestern auf. Das Feld der historischen Aufführungspraxis bietet viele Möglichkeiten, die ich in Zukunft gerne erkunden möchte. Hallo, liebe Leute von der Kunststiftung. Hallo, liebe Leute von der Kunststiftung. Hallo, liebe Leute von der Kunststiftung. Hallo, liebe Leute von der Kunststiftung.
Ihr Balkon ist sehr schön, aber meine ist auch nicht schlecht. Ihr Balkon ist sehr schön, aber meine ist auch nicht schlecht, oder? Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für eure Unterstützung. Das ist natürlich eine tolle Gelegenheit für mich. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Hallo, ich bin Friedemann Dupelius und genauso habe ich mich gefreut, als ich erfahren habe, dass mich die Kunststiftung Baden-Württemberg unterstützen wird. Ich arbeite mit Sound und Sprache, ich mache Musik, Hörspiele und noch ein paar andere Dinge in diesem Spannungsfeld. Und ich möchte jetzt ein kleines Haiku rezitieren, was ich mal geschrieben habe. Es trägt überraschenderweise den Titel Fußball. Bumm, der Ball. Blick. Das Bein. Pfz, ein Kreuzbandriss. Warum nur? Hallo, ich bin Vincent Egerter. Ich spreche mal hier rein, weil die Audioqualität von meinem Handy noch schlechter ist als die Videoqualität. Zuallererst vielen, vielen Dank an die Kunststiftung und an alle Förderer, dass sie das möglich gemacht haben, dass ich hier weiter meine Sachen machen kann, trotz der aktuellen Situation. Das ist ziemlich, ziemlich gut. Kurz zu mir. Ich habe vor kurzem mein Studium abgeschlossen in Musikdesign und bin gerade in der Vorbereitung für mein Masterstudium im Bereich Sounddesign. Die Musik, die ich mache, ist sehr stark beeinflusst vom Sounddesign, also von Geräuschen, Atmos, aus Natur oder Industrie, aber genauso von Synthesizer-Musik und ich würde das stilistisch irgendwo zwischen Ambient und Noise einordnen. Ich hoffe, euch allen geht's gut, bleibt weiterhin gut und eine gute Zeit. Ich freue mich, wenn wir uns im Oktober dann alle mal kennenlernen. Ciao. Hallo und ganz liebe Grüße aus Mannheim. Hier ist Alex Meyer. Ich bin Sängerin, Musikerin und Songschreiberin und möchte mich auf diesem Wege wirklich von ganzem Herzen für das Stipendium bedanken. Es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Auszeichnung, weil es vor allem eine Anerkennung darstellt für die Arbeit, die man macht. Und das tut unheimlich gut. Und ich habe wirklich lange gebraucht, um kompromisslos Musik machen zu können. Das habe ich jetzt erst geschafft mit meinem Debütalbum. Und das fühlt sich super an. Und dank des Stipendiums werde ich jetzt einfach weitermachen können und werde in diesem kreativen Fluss drinbleiben können. Und das ist wirklich, wirklich großartig. Also von Herzen Dankeschön und ganz liebe Grüße aus Mannheim. Und ich hoffe, wir lernen uns alle bald kennen in 3D. Tschüss!
Hallo, ich bin Anton Spranger. Ich bin ein halbfranzösischer Jazzpianist aus Mannheim. Zuallererst möchte ich Ihnen wünschen, dass Sie möglichst unbeschadet durch diese extrem seltsamen Zeiten kommen. Ich war selbst einen Großteil meines Lebens im klassischen Bereich unterwegs und habe mich erst in den letzten Jahren zum Jazz umorientiert. Ich bin hauptsächlich involviert aktuell mit meinem Quintett Bilderband und seinem modernen Mainstream-Projekt aus Mannheim, sowie mit meinem frisch gegründeten Trio mit dem Kontrabassisten Mathis Regnault aus Paris und dem Schlagzeuger Tobias Frohnhöfer. Wobei ich mich für relativ viele Stilistiken interessiere, wie nach wie vor der Klassik zum Beispiel oder lateinamerikanischer Musik. Ich wünsche Ihnen, dass Sie gesund bleiben und bis hoffentlich sehr bald. Mein Name ist Mareike Wiening und ich freue mich besonders, dieses Jahr Stipendiatin der Kunststiftung Baden-Württemberg zu sein. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken, einmal natürlich bei der Kunststiftung selber, aber auch bei allen Förderern und Unterstützern. Mit dem Stipendium kann ich nächstes Jahr fristgerecht mein neues Album herausbringen, aber gerade in der jetzigen Zeit gibt es mir auch viel Optimismus, einfach weiterzumachen und neue Musik zu schreiben. Deswegen vielen, vielen Dank dafür. Und ich freue mich dann auch, Ende Oktober einige von Ihnen persönlich kennenzulernen. Bis dahin. Wir kommen jetzt zum Bereich Bildende Kunst. Hier lagen 119 Bewerbungen vor. Ausgewählt wurden für das Stipendium Bildende Kunst 2020 Sören Hiob, Christoph Knecht, Judith Milz, Minduk Pham, Carolina Sobel, Maxim Weirich und für ein Vektor-Stipendium für Bildende Kunst Vera Sebert. Hallo, mein Name ist Sören Hiob.
Ich bin Christoph Knecht und ich habe dieses Jahr das Stipendium für Bildende Kunst von der Kunststiftung Baden-Württemberg erhalten. Ich wohne in Düsseldorf, bin in Karlsruhe geboren und das Stipendium ist neben der finanziellen und ideellen Förderung durch die Kunststiftung auch ein Bezug zu meiner Heimat, was mich besonders freut, da sich meine künstlerische Arbeit mit den Themen Identität und Herkunft auseinandersetzt und neben dem Erforschen oder Kennenlernen fremder kultureller Codes eben auch der Blick auf die eigene Herkunft und Heimat sehr wichtig ist. Ich wünsche Ihnen in der Zeit der Pandemie alles Gute und hoffe, dass Sie diese Nachricht bei bester Gesundheit erreicht, da ja keine Preisverleihung stattfinden kann. Dieser Gruß vorab per Video und hoffentlich bis bald. In meinen Träumen sehe ich die besten Kunstwerke der Welt. Riesige Erdhaufen zwischen unendlich hohen Regalreihen, sich zusammenpressende Wassermassen unter einem Wal, der gen Grund schwimmt. Größenwahnsinnige Momente, die nichts mit dem zu tun haben, was im Wachzustand an großen Kunstmomenten passiert, außer dass es gute Geschichten sind. Mich interessiert zumindest oft das ganz Alltägliche, ja fast schon Banale, kleine Gesten oder Selbstverständlichkeiten. Schön ist, dass man eigentlich andauernd trainieren kann, diesen Dingen Form zu geben. In jeder Handbewegung und in jeder sprachlichen Veräußerung, um die man ringt, und jedes Mal, wenn man auf einen Stuhl oder auf ein Dach steigt, um von dort aus seine Ideen zu deklamieren. Liebe Kunststiftung und liebe alle anderen Involvierten, ich freue mich sehr über die gewonnene Zeit und für das geschenkte Jahr solcher Tätigkeiten. Ich wässere den Boden, ich wische in den Ecken, ich steige aus dem Fenster raus und ich hoffe, wir sehen uns im Herbst. Hallo, mein Name ist Faming Duk, ich bin bildender Künstler und Performance-Künstler und diesjähriger Stipendiat der Kunststiftung Baden-Württemberg im Bereich der bildenden Kunst. Ich bin sehr glücklich über diese Auszeichnung und darüber, dass mir eine Plattform gegeben wird, auf der ich mich als nicht nur künstlerisch kreative Person, sondern eben auch als von Marginalisierung betroffene Person mich ausdrücken kann und damit eben auch einen Input einbringen darf, der so nicht so oft gesehen wird. Und darüber bin ich sehr dankbar und umso mehr freue ich mich eben auch auf die Zusammenarbeit mit der Kunststiftung und auf das ganze kommende Jahr. Ich hoffe, dass ihr alle gesund seid und wir uns bald sehen. Bis dann. Guten Tag, mein Name ist Sobel Carolina. Ich bin visuelle Künstlerin, Alumna Hochschule für Gestaltung Medienkunst. Und hiermit möchte ich mich gerne bedanken für mein Stipendium für 2020. Ich bin sehr überrascht und sehr glücklich dafür, dass ich dieses Stipendium erhalten darf. Es hat mich schon sehr geholfen und habe ich auch sehr viel vor dieses Jahr. Gerade befinde ich mich in Warschau. Das Bild hinter mir in meinem Hintergrund ist auch aus Warschau, aus meinem Diplom, aus dem Serie If You Are Okay, I'm Okay. Bereite ich gerade hier meine erste Solo-Ausstellung. Die würde Ende Juni stattfinden. Und würde alle dazu gerne einladen, auch für Stream im Netzwerk. Ich bin sehr gespannt auf das kommende Jahr und hoffe, wir würden uns alle bald wieder gesund sehen. Vielen Dank. Hallo, ich bin Maxim Weirich und ich grüße alle Coworker und Netzwerker da draußen, die leider aufgrund der aktuellen Situation nicht so gut zusammen co-worken und networken können. Wir sind schon jetzt einen weiten Weg zusammen allein gegangen. Vielleicht hat uns diese Distanz ja auch geholfen, wieder etwas näher zu uns selber zu finden. Hand aufs Herz, ich vermisse euch. Die Wände meiner Garage sind kalt wie der Matcha-Tee in meinem Kühlschrank.
Wenn wir uns dann in Stuttgart endlich die Hände reichen, ist von dem Stipendiengeld eh nichts mehr übrig. Wie sehr hatte ich mich auf das gratis Pressefrühstück gefreut. Aber hey, we are in this here together. Wir müssen die Potenziale unserer digitalen Vernetzung durch MySpace, Zoom und Co. für uns alle als neue Chancen nutzbar machen. Auch wenn das bedeutet, in Zukunft öfter gemeinsam ganz alleine in der Garage zu sitzen. Liebe Vera, herzlichen Glückwunsch zu deinem Stipendium. Wir von Vector freuen uns sehr für dich. Mein Name ist Sebastian Geiser. Ich leite dort die Bauabteilung. Wir machen Softwarewerkzeuge für Ingenieure und da war schnell klar, dass wir nicht die notwendige Expertise haben, um für unsere Gebäude in Stuttgart-Weilendorf anregende Kunstwerke auszuwählen. Und weil wir eine regional verankerte Firma sind, haben wir uns gedacht, wir gehen zur Kunststiftung und fragen da mal nach. Und seit 2017 haben wir eine fantastische Partnerschaft und einen tollen Austausch. Wir haben auch schon zwei Kunstwerke realisiert von Sophie Inmann und von Bernhard Kramann. Und zwei weitere sind schon in Bearbeitung. Das ist für uns ein toller Erfolg. Und da lag es für uns natürlich nahe, die Idee aufzugreifen, wie wäre es, wenn Vector einen Stipendiaten, ein Stipendium unterstützt. Und an der Stelle haben wir gesagt, Mensch, so machen wir es. Und deswegen freuen wir uns ganz arg, dass wir heute dich nach Simon Pfeffle als zweite Vector-Stipendiatin beglückwünschen dürfen und wünschen dir viel Erfolg und Schaffenskraft. Und in diesem Sinne, bis bald.
Und an dieser Stelle ein großes Dankeschön an all unsere Förderer, Patinnen und Paten und den Hauptsponsor, die Südwestbank AG. Nun kommen wir zum Bereich Literatur. Hier lagen insgesamt 30 Bewerbungen vor. Gewonnen haben Justine Bauer, Ines Berwing, Jannik Hanbjau-Federer, Valeria Gordew und Maria Stein. Hallo, ich bin Justine und ich gehe gerne im Wald spazieren. Ich studiere Spielfilmregie und Drehbuch in Köln. Hauptsächlich schreibe ich auch Kurzprosa, die viele Menschen sehr witzig finden. Tragikomische Kurzgeschichten, die vom Leben erzählen. Früher habe ich auch gerne meine Erlebnisse in diversen Studentenshops in meinen Geschichten verarbeitet. Auch dank der Kunststiftung muss ich jetzt zum Glück keine nervigen Studentenjobs mehr machen. Danke dafür. Und gerade arbeite ich an meinem Debütroman, der auf einem Bauernhof in Baden-Württemberg spielt. Und an meinem Debütfilm, der von fünf Frauen erzählt, die sich zufällig in der Arktis treffen. Das war's von mir. Danke. Hallo, mein Name ist Ines Berwing. Ich bin ja auf dem Tempelhofer Feld in Berlin während der Krise mein zweites Zuhause und auch Arbeitsplatz öfter. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Stipendium. Also ich habe das für Lyrik bekommen, um meinen nächsten Lyrikband zu schreiben. Ich schreibe aber auch Drehbücher. Und ja, das beeinflusst sich so gegenseitig, wechselseitig bei mir. Und der nächste Lyrikband soll auch im Arbeitstitel jetzt erstmal Drehbuch heißen. Und ich freue mich unglaublich, dass das jetzt wirklich gefördert wird. Ja, und hoffe, dass wir uns noch persönlich kennenlernen werden im Oktober dann. Schade, dass jetzt nicht klappt. Ich wünsche allen, dass sie gut durch die Krise kommen. Hallo, mein Name ist Jannik Hanbjau-Federer, ich bin Schriftsteller, wohne bei Köln. Ich bin aufgewachsen in Südbaden in der Nähe von Staufen im Breisgau. Im Jahr 2019 habe ich meinen ersten Roman veröffentlicht und Alles wie aus Pappmaché ist bei Surkamp Nova erschienen. Der spielt auch in Staufen im Breisgau. Ja, und jetzt sitze ich an meinem zweiten Roman und freue mich wahnsinnig über dieses Stipendium, über diese Unterstützung, über diese Bestärkung und kann mich nur sehr herzlich bedanken. Vielen Dank. Hallo, es ist schade, dass wir uns nicht persönlich begegnen. Ich wäre sehr gerne nach Stuttgart gefahren. Ich bin ja in Tübingen geboren und da auch aufgewachsen und dann ganz plötzlich mitten im Schuljahr weggezogen und seitdem auch nicht wieder da gewesen. Insofern hoffe ich, es kommt zu einem Treffen im Herbst. Ich befinde mich im Moment in Schleswig-Holstein, in einem kleinen Dorf, das heißt Wewelsfleet. Hier arbeite ich in meinem Roman und das klappt eigentlich auch ganz gut. Es ist sehr ruhig. Ich gehe spazieren an der Stör. Die Stör mündet hier in die Elbe und die Elbe ist sehr breit und da sieht man dann Containerschiffe, die Richtung Meer fahren. Und diese Schiffe sind dann manchmal erstaunlich leer. Insofern ist das eigentlich auch schon das Einzige, was ich mitbekomme von der gegenwärtigen Situation. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Herzlichen Dank an die Kunststiftung, an die Förderer und an das Team von der Kunststiftung. Ich habe mich sehr gefreut. Ja. Hoffentlich bis Herbst. Hallo Kunststiftung, ich bin Maria. Vielen Dank für mein Stipendium. Und Gratulation an alle anderen Mitstipendiaten. Ich bin gespannt auf eure Projekte. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Und es ist komisch, so aus dem Lockdown zu euch zu reden. Aber ich als Schreiberling kann mich eigentlich beschweren. Für mich ist eigentlich alles dasselbe. Ich bin beim Homeoffice. Ciao! Das waren die Gewinner für Literatur 2020 und nun folgt eine Lesung mit Ines Berwing aus dem Turmzimmer der Kunststiftung.
Hausordnung. Ich werde beobachtet. Ich muss mich benehmen. Darf nicht in Unterwäsche zum Nachbarn gehen. Darf nicht in Schuhen schlafen, auf Wimpern wippen, in Schubladen baden. Mich über den Ameisenhaufen in meiner Hochsteckfrisur beklagen. Muss Vater bei jedem Buchstaben um Erlaubnis fragen. Am Esstisch herrscht Schweigepflicht. Zum Einschlafen singt Mutter den Wetterbericht. Denn in Vaters Nasenloch belauschen die Wanzen uns immer noch. Oder im Grauwasser schwimmen Gedichte. Oder im Grauwasser schwimmen Gedichte. Oder besser, es geht um das Ganze. Durchtrennte Material um die Haut, die in der Anstrengung gefühlstaub gewordenen Muster des stillen Verkabelns. Verkabeln von Schmerz mit vertrauter Vokabel. Oder auf einmal bedeuten die Angewohnheiten nichts weiter als die Bewegung eines abgefallenen Flügels im Schnee. Komm schon, geh weiter, wir spielen, Engelchen flieg und so weiter. Produktive Gespräche. Meine Agentin empfahl, als ich noch lebte, mehrere Männer und Vitaminstempel. Mal empfand sie mein Leider als häufig und heiser hätte sie mich auch verkauft. Doch ausgerechnet, ich weiß nicht, wie beschäftigt ich gewirkt haben muss und wie viel von mir schon auf Projekte verteilt, war im Herbst eine kleinere Summe unmittelbar nach der Hochzeit flöten gegangen, umspielten mich nun, da ich von all dem nichts wusste. CD, Player und ganze Kabinen voll Mannschaften machten mir ein Gefühl von Hurra und ach. Ich erwarb meinen Angelschein und meine Agentin starb unerwartet, als ich noch lebte. Festung. Stehe hier mit einer Stimme, die mittags immerzu blinkt bzw. Spalier steht und kommt, sobald mein Knopfdruck mich in die Windspalte wirft, Grund zur Freude und Trinkspruch, in einem fortlaufenden Manöver spazieren, überhaupt gehen, Frohlocken der Messer am Zaun, was wie ein scharfer Gesang im Schafspelz sich durch Wirklichkeit bohrt, fernab von Bedrängnis, gespenstischer Hauch, Treibgas und sieben Reiterinnen aus Glas, deren Stimmen, immer aufs Stimmen getrimmt, wettern und werfen, falsches Gefährt aus dem Bau ihrer wahren, förmigen Körper dringt Schimmer und Klang, dringt Drängen, klingt, tickt, blinkt, piept, tritt, zieht, bohrt die Arbeit am zerbrechlichen Gespenst sich ihren Weg durch den Kehlkopf, hält der Wind sich am Spalierstehen der Stimme fest. Wir befinden uns jetzt hier am höchsten Punkt in der Kunststiftung, dem Dachboden, und kommen zum Bereich Darstellende Kunst mit 20 Bewerbungen. Es wurde ausgewählt Jasmin Schädler. Mein Name ist Jasmin Schädler. Ich bin Theaterregisseurin und Performerin, arbeite aber auch im Kontext Installation und Ausstellung. In Stuttgart sind meine Arbeiten unter anderem regelmäßig am Theater Rampe und im öffentlichen Raum zu sehen. Ich freue mich sehr, dieses Jahr die Stipendiatin im Bereich Darstellende Kunst sein zu dürfen und bin gespannt, was das Jahr bringt. Vielen herzlichen Dank.
Nun befinde ich mich auf einem der schönsten Balkone von Stuttgart hier in der Kunststiftung Baden-Württemberg. Und es folgt ein Beitrag von Jasmin Schädler. Was erlebe ich, Wojciech? Ein Mann von Wort? Ich hab's gesehen, Wojciech. Er hat auf die Straße gepisst, an die Wand gepisst, wie ein Hund. Und doch 3 Groschen am Tag und die Kost. Das ist schlecht, Wojciech. Die Welt wird schlecht, sehr schlecht. Die Natur kommt. Die Natur kommt. Die Natur. Habe nicht ich nachgewiesen, dass der Musculus constrictor versitze dem Willen unterworfen ist? Die Natur. Wojciech. Der Mensch ist frei. In dem Menschen verklärt sich die Individualität zur Freiheit. Den Harndrang nicht halten können. Hat er seine Erbsen gegessen, Wojciech? Nichts als Erbsen. Cruciferae, merk er sich's. Es gibt eine Revolution in der Wissenschaft. Ich spreng sie in die Luft. Harnstoff 0,10. Salzsaures Ammonium Hydroxidol. Wojciech, muss er nicht wieder pissen? Geh hinein und probier es. Aber an die Wand pissen. Ich hab's gesehen. Mit diesen Augen gesehen. Wojciech, er philosophiert wieder. Wojciech, er hat eine Aberratio. Pinching citrus aerosols. Rasiert den Hauptmann? I'm not having any fun. Ist die Erbsen? Rolling on the floor. I'm trying hard to think of a way to stop the day. Er ist ein interessanter Kasus. Subjekt Wojciech. Er kriegt Zulage. Lass er seinen Puls messen. Shattered glass.
Wir kommen nun zur Kategorie Kulturmanagement. Hier lagen 7 Bewerbungen vor und gewonnen hat Laura Breyer. Nehmen wir schon auf? Hallo, ich bin Laura Breyer. Ich bin die diesjährige Stipendiatin für das Kulturmanagement und ich freue mich, dass ich die Chance habe, bei der Kunststiftung Baden-Württemberg Veranstaltungen und Ausstellungen zu organisieren. Ich bin gespannt, was dieses Jahr noch bringt. Und wir haben auch einen kleinen Sektempfang vorbereitet. Ich hoffe, ihr habt alle euren Sekt kaltgestellt. Dann stoßen wir auf die Stipendiatinnen 2020 an. Auf die Stipendiatinnen 2020. Das war unsere Preisverleihung 2020 hier live aus dem Haus der Kunststiftung Baden-Württemberg, diesmal im digitalen Format. Vielen Dank für Ihr Zuschauen. Abonnieren Sie auch unseren Kanal. Es gibt viele spannende andere Formate zu sehen, zum Beispiel die Tiny Room Sessions mit Solokonzerten und Lesungen der Stipendiatinnen und Stipendiaten. Ich danke allen Mitwirkenden des heutigen Abends, vor allem den Künstlerinnen und Künstlern, dem Team hinter der Kamera, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kunststiftung. Ganz herzlichen Dank den Förderern, den Gremien und vor allem den Patinnen und Paten, die uns das ganze Jahr auch immer unterstützen. Und ganz, ganz herzlich möchte ich auch nochmal Glückwunsch sagen an alle neuen Stipendiatinnen und Stipendiaten. Und ich freue mich, demnächst alle hier einmal persönlich auch auf der Terrasse begrüßen zu dürfen. Liebe Zuschauer, vergessen Sie nicht, fördern Sie die Künstlerinnen und Künstler, unterstützen Sie die Kunststiftung, denn jeder Euro wird durch das Land Baden-Württemberg verdoppelt und so können wir bald noch viel, viel mehr Gutes tun. Nun wünsche ich allen einen schönen Abend und schalte wieder hoch in unseren Musikraum, wo uns Vincent Egeter schon erwartet und noch ein kleines Konzert zum Ausklang geben wird. Vielen Dank fürs Zuschauen und einen schönen Abend.